Die jetzt oft verwendeten und genannten Medikamente, die stören Potenz und Orgasmus. Viel zu oft nehmen Patienten die Medikamente nicht ein, die wir Ärzte ihnen verschreiben. Fassen Sie sich gerne auch einmal selber an die Nase, ob Sie das auch mal gemacht haben. Denn ein Viertel aller Rezepte wird nicht eingelöst, wenn man den Studien glauben will, oder man löst es ein und nimmt dann die Medikamente nicht. Und die Hälfte der Rezepte gegen chronische Erkrankungen wird nicht wie verordnet eingenommen. Und ein häufiger Spruch ist, Beta-Blocker gleich Bettenblocker. Und was ist da dran? Obwohl zahlreiche Faktoren in diese Entscheidung der Patienten natürlich hineinspielen, nennen die Patienten oft folgenden Grund, ganz typisch. Nebenwirkungen, die sich auf das sexuelle Leben und Erleben auswirken. Und daher nenne ich jetzt im Video einmal die 6 häufigsten bzw. typischen Medikamentengruppen, welche sich auf die Sexualität auswirken und erkläre Ihnen auch warum. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, Krankheitsbilder, auch aktuelle Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Bevor ich jetzt loslege, einmal ganz kurz zum Begriff erektile Dysfunktion, denn darüber spreche ich jetzt ja, beziehungsweise nenne Medikamente, die diese Funktion beeinflussen. Erektile Dysfunktion bedeutet, dass ein Mann in mehr als 2/3 der Versuche keine Erektion bekommen oder aufrechterhalten kann, die ja für einen Geschlechtsverkehr ausreicht, notwendig ist. Der Penis wird nicht hart genug oder erschlafft vorzeitig. Das sind die 2 sozusagen Folgen, Symptome, die entstehen. Die Erektionsstörung besteht über mindestens 6 Monate. So, und ein Grund können dabei sein Medikamente. Und jetzt nenne ich Ihnen die typischen Übeltäter. Erstens Herz-Kreislauf-Medikamente, die Antihypertensiva. Wirklich viel diskutiert und es gibt Studien mit verschiedenen Ergebnissen. Sind Blutdruckmedikamente wie Beta-Blocker nun schlecht für die Potenz? Vielleicht kennen Sie auch den Spruch Beta-Blocker gleich Bettenblocker. Wir gehen automatisch ja davon aus, dass einem Patienten mit Herzproblemen, also Herz-Kreislauf-Problemen, seine Gesundheit wichtiger ist als seine Erektionsfähigkeit. In der realen Welt ist das jedoch nicht immer der Fall, vielleicht auch nachvollziehbar. Die Erektion ist eine vaskuläre Funktion. Daher führt alles, was die Blutzufuhr zum Penis beeinträchtigt, zu einer erektilen Dysfunktion. Aus diesem Grund sind Antihypertensiva, also zum Beispiel Spironolacton oder auch alle Thiazide, berüchtigt, weil sie sich negativ auf die Erektionsfähigkeit auswirken. Da während der sexuellen Stimulation der Puls einer Person ja ansteigt, gehören Beta-Blocker, wie jetzt das Metoprolol, die zu einem Überfluss eben diesen Anstieg der Herzfrequenz begrenzen sollen, mit Blick auf die Sexualität, zu ja eher den schlimmsten Vertretern dieser Medikamentengruppe. Ergebnisse deuten darauf hin, man muss auch sagen, es gibt aber auch mal Studien, die das Gegenteil schon nahelegen, aber trotzdem Ergebnisse deuten darauf hin, dass Bluthochdruckpatienten bereits einen signifikanten strukturellen Schaden in den Penisarterien haben und die Gabe nun von blutdrucksenkenden Medikamenten den Blutfluss im Penis nicht weiter reduziert. Bei Männern mit normalem oder hohem Blutdruck weisen die Penisarterien jedoch nur minimale strukturelle Schäden auf und Medikamente könnten sich negativ auf den Blutfluss im Penis auswirken. Also ganz wichtig, es gibt keine wirklichen medikamentösen Alternativen zum Bluthochdruck oder wenn man Bluthochdruck hat, die nicht sonst irgendwie in den Griff kriegt. Ein Wechsel einer anderen oder zu einer anderen Medikamentenklasse bewirkt weder die Wiederherstellung noch die Verbesserung der erektilen Funktion. Zweitens Prostata-Medikamente, Alpha-Blocker. Typische Medikamente, die wir Männer bekommen bei einer gutartigen Prostata-Hyperplasie, das sind die sogenannten Alpha-Blocker. Sie sind billig, generisch und wirken wirklich gut. Leider können sie das Sexualleben eines Mannes in zweierlei Weise negativ beeinflussen. Jetzt muss man wissen, so eine benigne, also gutartige Prostata-Hyperplasie bekommen wir ja im höheren Alter und dann kriegt man noch die Medikamente quasi dazu. Erstens senken die Medikamente der ersten Generation, also die es am Anfang gab, auch den Blutdruck und bringen daher das gleiche Problem wie alle Blutdrucksenker mit sich, wie ich gerade schon beschrieben habe. Sie verringern den Blutfluss zum Penis und verstärken daher eine erektile Dysfunktion. Und die zweite Nebenwirkung, die auch bei den neueren Generationen von Alpha-Blockern, wie zum Beispiel das Tamsulosin, das ja ganz typisch gegeben wird als Wirkstoff,
Was man da häufig sieht, ist die retrograde Ejakulation. Und seien wir einmal ehrlich, für manche Männer fühlt sich Sex ohne Ejakulation nicht richtig an. Alpha-Blocker entspannen die Muskulatur im Blasenhals, sodass das Ejakulat in die Blase statt aus dem Penis gelangt. Deswegen retrograde Ejakulation. Und diese Nebenwirkung ist sehr patienten- und medikamentenspezifisch, sodass ein Wechsel des Alpha-Blockers das Problem nicht immer löst. Drittens, Medikamente gegen Depressionen, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also kurz SSRI, das sind eine der zahlreichen Medikamentenklassen, die zum Beispiel zur Behandlung einer Depression eingesetzt werden. Vertreter wie jetzt das Fluoxetin oder Sertralin haben alle eine sexuelle Nebenwirkung, die sowohl für Männer als auch für Frauen sehr beeinträchtigend sein kann. Und sie verzögern nämlich die Ejakulation bzw. den Orgasmus. Diese Nebenwirkung ist so häufig, dass manche Urologen die Medikamente zum Beispiel nutzen, beispielsweise Männern oder beziehungsweise Männern verschreiben, wenn diese eine extrem vorzeitige Ejakulation bekommen. Viertens, andere Antidepressiva. Fast alle Antidepressiva können die Libido negativ beeinflussen, etwa auch die trizyklischen Antidepressiva wie das Amitriptylin, aber auch die sogenannten MAO-Hemmer und auch andere antipsychotische Wirkstoffe wie zum Beispiel das Haloperidol, das wir ja zum Beispiel auch auf der Intensivstation bei deliranten Patienten einsetzen. Einige Antidepressiva wie zum Beispiel das Citalopram können die Spermienzahl dramatisch senken. So, ganz wichtig jetzt in dem Zusammenhang. Ich möchte natürlich keinesfalls vorschlagen, Depressionen aufgrund dieser Nebenwirkungen nicht medikamentös zu behandeln. Medikamente sind sehr wichtig, gerade wenn man eine sehr starke Depression hat. Doch sollten die Patienten über die Nebenwirkungen natürlich aufgeklärt werden, damit sie und auch die Angehörigen, die Lebenspartner, wissen, was sie zu erwarten haben, auch wie man damit dann umgeht. Fünftens, Krebsmedikamente beim Prostatakrebs. Bis vor einigen Jahren noch beschränkten sich die therapeutischen Möglichkeiten bei Patienten mit einem Prostatakarzinom, mit einem fortgeschrittenen Prostatakrebs, ja auf die chemische Kastration. Heute gibt es eine Reihe von guten Wirkstoffen, die sowohl das Überleben der Betroffenen natürlich verlängern, als auch ihre Lebensqualität deutlich erhöhen. Leider spielt es dabei keine Rolle, ob der Patient eine Hormontherapie, das macht man nämlich dann, eine Hormontherapie, der ersten Generation, also der ersten Medikamente oder auch eines der Medikamente der neueren Generation, der moderneren Medikamente nimmt. Sie alle vermindern die Libido drastisch, indem sie, warum? Indem sie den Testosteronspiegel senken. Da das zugrunde liegende Karzinom, das Prostatakrebs, hormonsensitiv ist, gibt es keine geeignete Möglichkeit, den Serum-Testosteronspiegel zu erhöhen, ohne dabei das Risiko einzugehen, dass das Krebswachstum zunimmt. Wen jetzt generell einmal das Thema Testosteron mehr interessiert, den empfehle ich hierzu auch einmal dieses Video von mir. So, und nun zur sechsten und letzten Medikamentengruppe. Sechstens, Potenzmittel, die Viagras dieser Welt. Ja, mir ist klar, dass Medikamente wie Viagra ja eingesetzt werden, um Männern zu Erektionen zu verhelfen. Daher mag es natürlich seltsam erscheinen, diese Mittel in eine Diskussion über Medikamente jetzt einzubeziehen, die das Sexualleben eines Patienten beeinträchtigen können. Aber diese Medikamente, Viagra und Co., haben wie alle wirksamen Medikamente auch Nebenwirkungen. Und nach der Einnahme dieser Substanzen können sich zum Beispiel Kopfschmerzen, auch eine verstopfte Nase, Gesichtsrötung und Sodbrennen zum Beispiel einstellen und damit den Spaß letztlich verderben. Sollte man also auch immer wissen, dass man deswegen vielleicht dann gar keinen Spaß hat, beziehungsweise es sozusagen nicht zum Sex kommt. Daher also, wenn Sie Viagra und Co. nehmen, drei Tipps von mir. Erstens, vor der Einnahme nichts essen, Stichwort Sodbrennen. Zweitens, wie fast immer bei Medikamenten, meiden Sie Alkohol, wenn Sie Viagra zu sich nehmen. Und drittens, trinken Sie ausreichend. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, können Sie mich mit einem Abonnement des Kanals und einem Klick auf den Like-Button unter dem Video gerne unterstützen. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Ihre Erfahrungen vielleicht zu diesem Thema haben, schreiben Sie einmal gerne direkt unter das Video und ich bin froh, Ihnen diese zu beantworten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.